So, willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Weiter geht's. Da lang. Warum sollten wir es auch leicht haben, ey? Es ist doch zum Kotzen. Kontrollpunkt nicht erreicht. Schade. Oh. Was soll das? The well-lit room. Okay, komm gleich hin. So. Oben drauf sind wir jetzt. Da sind die Gegner. Können wir was mit der Lampe machen? Mäßig war ich unterlegen. Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. Nice. Geil, damit kann ich die töten. ETF. Das ist sehr nice. Schmor der Hölle. Zack. Zack. Das ist aber noch einer, warum? Okay, da ist auch noch einer. Aber der steht hinter dem Schatten. Okay, den machen wir so fertig. Der da auch noch. Alles klar. Leuchtfackel nehmen. Weiter geht's. Oh, yeah. Die habe ich nicht gesehen. Kommt ganz schön unpassend, Leute. Okay. Lass dich. Keinen Schritt weiter. Nein, lass dich nicht ablenken. Komm, Alan. Stopp, es reicht. Damit machst du uns aber Platz frei, Keule. Und jetzt rennen. Alan, rennen einfach. Immer schön weiter rennen. Immer schön weiter rennen, Alan. Ja, nicht nach unten sehen. Nicht nach unten schauen. Nein, das machen wir nicht. Ab hoch. Hier, zack. Weiter. Alan, mach nicht schlapp. Alan, mach nicht schlapp. Oh, fuck. Okay. Hier rein. Alles klar, runter hier. Unsere Thermosflasche mitnehmen. Schnell. Alan, wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, nein. Und rüberspringen. Nein! Oh, Mann. Hey! Timer abgelaufen. Schluss mit deiner Erinnerung, das kommt mit. 10. Da. Oh Gott, geht er schon weiter. Hoppala. Naja, ist er noch ein Stück entfernt, wa? Zack. Lass ja immer einen auf. Ich kann nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr machen muss. Heu Suse. So, Thermosflasche nicht vergessen. Und weiter. Hey, dadurch. Okay. Hä? Oh, was? Oh, ich hätte noch einen weiter gemusst. Fail. So, weiter jetzt hier. Komm, rennen. Ja, lass dir noch länger Zeit. Hey. Da war kurz ein Lag. Das erste Mal im Spiel, dass was geleckt hat. Was soll der Piss denn hier? Aber was soll der Piss? Was ist das denn für ein Buggy-Auto? Das war vorhin da, aber noch nicht. So.
Hier jetzt aber rüber. Gut. Weiter. Wow. Komm schon. Oh. Der hat gesessen, Mann. Ja, ich bin jetzt schon auf dem Weg. Alles klar, drück den Knopf, Johnny. Oh ne. Alter. Gut gemacht. Ja. Ich bin froh, dass ich falsch lag. Aber das Risiko war wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms. Wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Hm. Was würdet ihr machen, wenn die ganze Stadt einfach mal einen Stromausfall hat? Naja. Im Norden am Raincove Point ist ein alter Armeestützpunkt. Er war im Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Sie haben auch hier gearbeitet. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Bin ganz gespannt, was da drin ist. Ein Schuhkarton mit den alten Sachen. Okay. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern, denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen, denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Halt doch die Fresse, Alter. Die Seite war autobiografisch, eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Wie geil. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Geil. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Oh yeah. Das ist jetzt echt geil. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. War zwar jetzt ein bisschen kurz, tut mir auch leid. Aber ja. Na gut, bis zur nächsten Folge. Ich muss nämlich auch mal ganz dringend aufs Klo. Tschüss.